Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76, wo bei Shori schon. Das ist so, ja, sorry, Formel 1 ist ja schon wieder am Start. Ja, ich merke schon. Meine Nachbarn, die sind hier irgendwie auf schnelle Autos umgestiegen. Ja, aber Shori ist auch nicht der einzige Gast. Wir haben auch noch andere da. Hi. Nein. Hallöchen. Ja, von hier aus an die Geräte zu Hause. Okay, gut. Neue Aufnahmesession, neue Runde. Das heißt, wir haben auch wieder eine neue Challenge. Das heißt, wir haben heute erreiche eine höhere Stufe, das Fleischsternchen, repariere Rüstung, Waffen oder Powerrüstung, sammle Kronkorken, egal wer mir jetzt schon die 11 gegeben hat, danke, ne? Ich stand hier nur rum, schließe ein Event ab, eine Daily Ops und 15 Robis. Gut. Ist dann meine Gruppe hier so weit? Das Fleischsternchen? Ja, das Fleischsternchen, das gute Nudelsternchen. Ja, aber Fleisch. Ja, nee, das Fleischsternchen, das haben wir nicht. Also, das geht nicht klar. Ja, bei mir kam nie Fleisch an. Also, okay. So, ist dann meine Gruppe bereit für Daily Ops? Si, senor. The Maus? Yes. Okay, gut. Mach ich schon mal auf, dann könnt ihr nachjoinen. Oh ja, ich freue mich. Ja, dann freu dich mal richtig doch. Ja, Gruppenheilung ist, naja. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Wenn du immer weißt, dass du die kleineren rausfischen musst, ist alles okay. Bloß 96, das ist so mein Kryptonit. Ist zu groß, ich mag Westec lieber. Aber Toga Highschool kommt ja auch noch irgendwann mal. Ja, oder unheimliche Höhlen. Können wir danach eine Boxschmeißrunde machen? Können wir gerne machen, ja. Hey Leute, jetzt mal erstmal kurz. Sonst hört man ja hier von mir nur. Da hat er sich auch fix gemutet. Was, ohne Powerrüstung oder so. Willst du jetzt schleichen? Maus. Nee, ich hab grad gekocht und ja schon. Also, ich zieh mich schon an. Okay, dann zieh dich mal an. Mein Gott, ich bin nackig, ja. Guck nicht hin. Okay, wir gucken nicht hin. Cox, Mann, bist du hübsch. Ich hab nur die hübsche Powerrüstung entsprechend begutachtet. Lass mir raten, in Pink. Ja, natürlich. Natürlich ist sie in Pink, also wenn das Pink ist, dann weiß ich auch nicht. Also. So pink wie sie ist. Oh weia. Gut, seid ihr soweit? So. Yep. Na dann, let's go. Bei Pink krümmen sich meine Eier nach innen. Sind die das schon nicht? Ich war noch immer als sonst. Jemand hört uns ab. Keine Ahnung, wer aber. Nick wird hier nur die Schleuder. Was sind sie denn? Musst du zurückschleudern? Hoppala. Ich schieße Dinger über einen Haufen, oder? Explosion schmeißen, Leichnam durch die Gegend. So, hier, Leichenschändung. Oh. Versuch leise vorzugehen. Wo sind sie denn? Die werden ganz schön Widerstand leisten. Die verstecken sich wieder. Wahrscheinlich riecht einer von uns wieder ziemlich stark. Cool. Ja, ich mach schon den Gestankmodus aus. Hat das letztes Mal geholfen? Höre mein Gebet. Nein, du kannst meine Kugel haben. Wird nicht gebetet. Ach, jetzt wollte ich da hinten schon wieder durch, da ist auch nichts. Du musst deinen Quoträger eliminieren, damit wir einen Abfänger ausschalten können. Oh, wieder ganz auf der anderen Seite, ey. Natürlich, immer wenn du auf der Seite bist, dann ist er auf der anderen Seite. Ja, wo sind sie denn? Ich hasse den Vault. Ich sollte vielleicht noch ein bisschen HP aufbauen. Warte, bleib hier. Herzlichen Dank. Du siehst jetzt? Toll in den Hals. Oh. Du kriegst das gleich mal zurück. Wo bist du? Denn? Lappen. Hier war das lang. Wo denn hin? Ja, das ist komplett andere Richtung. Und, ich haben wir den Code? Es. Nee, haben wir noch nicht. Nee, also ist ja noch keiner Code bei den Dingern. Ja, das die haben wir gleich. Perfekt, wir haben einen Code. Wir aktivieren damit einen dieser Abfänger. Instant, eine draufgekriegt. Gut gemacht, aber wir sind noch nicht fertig. Du musst noch eine Gruppe erledigen. Ich sammle Informationen zum Code. Rest in peace, Cox.
Ja, ich baue hier mal noch ein bisschen Power auf. Das geht ja so nicht weiter. Kann ja nicht sein, dass ich hier von einem Schuss weg bin. Oh, wieder am Arsch der Welt. Ich hätte doch gerade einen aus dem Lock. Mach doch. Stirb. Nach seinem Vorbild zieht es mich zum göttlichen. So, dann haben wir auch noch mal einen. Achso, das ist Cox. Ich dachte, ich habe hier noch jemanden, aber... Ach doch, hier ist doch jemand. Also hässlich sieht Cox auch nicht aus. Das hat nichts mit Hässlichkeit zu tun, dass er hat hier rumgetippelt. Ich habe mich nach Sound gerichtet. Das Licht. Den habe ich auch gerade gesehen. Ja, und hinter dir ist noch einer. Das bezahlt heiliger Mottemann. Nimm mich auf. Der nächste Codeträger ist nicht weit entfernt. Genau, das weiß ich nicht. Also geh leise vor. Wir wollen ja nicht die Kavallerie heraufbeschwören. Wieder hier hinten, meine Güte. Heiliger Mottenmann, gib mir deine Kraft. Das war ja nicht doch. Ups. Deaktiviere damit einen Abfänger. Das Mausi mit dem Flammenwerfer, alles weg. Keine Chance auf Punkte. Vorsicht. Und pyromanisch. Ja, hier durch, hier durch. Ich lache immer. Nicht finster, aber was soll's. Wie soll ich das wissen? Ich werde einfach weiter beten. Ja, ja, bete weiter. Ich kümmere mich gleich um das. Ausgezeichnet. Nur noch ein Abfänger. Du kennst das ja. Erledige noch ein paar Gegner, während ich Informationen sammle. So, drei habe ich nochmal gefunden. Wo sind die restlichen? Heiliger Mottenmann, ich folge dir in die Ewigkeit. Da soll nur einer sein. Heiliger Mottenmann, nimm mich auf. Code gefunden. Den hat jemand, mit dem nicht gut Kirschen essen ist. Mach dir bereit. Schlag kräftig zu, sobald du den Träger siehst. So würde ich's machen. Das bezahlt jemand. Oh, 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 oh. Ziel erledigt. Gute Arbeit. Ja, nice. Deaktiviere mit dem Code den letzten Abfänger, dann wäre das geschafft. Im Licht werde ich ewig leben. Mission erfüllt. Jawohl, fertig. Und ich konnte mich nicht mal verabschieden. Ich glaube, hier herrscht ein Echo. Davon, wenn man die Bruderschaft ausspioniert. Könnte aber hier Vault 96 geht eigentlich. Ich finde den immer noch Mist. Nee, es sind einfach hier diese Gänge und dann war's das. Das passt. Ja, ja, es sind nur diese Gänge. Mach das mal solo. Du rennst hier in Wolf. Ja, das weiß ich. Habe ich auch schon probiert. Das war nicht so von Erfolg gekrönt. So. Als ich die Hauptquest gemacht habe, habe ich mich hier verlaufen. Oh yeah, das Kammerjäger Cellcat linke Bein. Ich will noch gar nicht gucken. Ey. Ja, aber ich guck. Ich hab nur Kacke gekriegt. Unterdrückers Gauss-Gewehr. Oh, oh, oh. Jetzt unterdrücke ich die Leute wieder. Tust du es mal nicht? Was? Ich soll die für dich die Leute unterdrücken? Ich hab gesagt, wann tust du es mal nicht? Achso, wann tue ich es mal nicht? Ich hab verstanden, wann tust du es für mich? Ich kann's das auch machen. Achso, ich soll dich also unterdrücken, ja? Also, mein Loot. Ganz klein. Ey, eure SM-Spielchen könnt ihr bitte schon im Schlafzimmer auslegen, ja? Aber wir sind doch hier im Schlafzimmer. Jetzt Arschkarte. Wir sind haben nur ein Zimmer. Ich dachte, ihr seid jetzt hier gerade im Teamspeak anwesend. Ja, ja, und auch das sind alles Zimmern. Zimmer. Ja, wir haben Rotlichtbezirke. Ich habe im Funk was. Hörtel, kann man dein Anti-Rad-Gitter hier irgendwie ausschalten? Nein, geh von vorne rein. Da ist ja noch ein zweiter Eingang. Immer wollen sie alle das Hintertürchen, Mensch. Ja. Immer diese Nougat-Stecher hier, schlimm. Tag auch. Ja, Tag auch. Was möchtest du hier? Gucken. Gucken. Ringe Beats mit anfassen. Festung aller Turtle. Ja, ich dachte, Du sagst jetzt koksen. Ah, koksen wollen wir jetzt auch noch hier. Oh, 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 oh. Nee, das ist nur zu teuer. Das ist nur zu teuer. Oh, ich hab Shuri als Nachbar. Ich hab Shuri als Nachbar, ja, muss ich hier gleich mal gucken hier. Nachbarschaftsbegrüßung und so. Ist noch im Bau. Ja, egal, Nachbarschaftsbegrüßung hier.
Gehe vielleicht gleich mal einkaufen, mal gucken, was ihr alle so habt. Ich hab meine nichts. Automaten sind im Keller. Aha. Nächste Bruderschaftsfestung. Wunderbar, passt. Oh, Hirsch! Oh. Er ist tot. Natürlich ist er tot. Der hier noch nicht. Hey, eigenes Fehlschlagen, da ich ja nur drauf gewartet. Ja, jetzt haben wir Dünger. Jetzt können wir Rondstrauchsterben machen. Warum ist er fehlschlagen? Was willst du denn hier nochmal? Ja, nochmal machen. Okay. So, begib dich. Oh, 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 was haben wir denn da? Sie gehen sie nicht über los? Ja. Ziehen sie keine 4000 Euro ein? Nee, definitiv nicht. Kann ich mir nicht leisten. Ist mir zu teuer. Also habe ich die Location hier gewählt, weil es gleich neben dem Alien Blaster. Ach so. Brauchst du noch einen 50er oder was? Auch noch mehrere zum Zerlegen. Ich habe bis jetzt bloß einen Scharfschützenlauf rausgekriegt. Ach so. So, jetzt. Also eben hier ist gleich eine Schrottader. Kann man nochmal mitnehmen. Ja, warum denn nicht? Das heißt, du wirst irgendwann wieder umziehen, oder? Und mich da oben wieder alleine verhungern lassen. Keiner mag Toxic Valley. Naja, ganz so hübsch ist die Gegend aber auch nicht, ne? Ja, aber. Ja, aber meinst du, ich hier jetzt den Bruderschaftswende hingestellt habe? Ach so. Meinst du, es passt, ja? Ja. Scheiße, wo Scheiße nie hört. Dann musst du aber aus dem Glas auch Bettung machen. Egal, solange sie mir Dünger geben, ist mir das wurscht. So, wo ist jetzt derjenige, der das Signal hier hat? Die Gruppe habe ich gefunden. Bist du das? Du bist das. So, dann einmal hier. Na, jetzt will ich den Rest auch haben. Ich habe hier eine ganze Herde Horsche. Hirsche. Horsche. Finde ich super. Cox hat Porsche. Ein freudscher Verbrecher. So. Haben wir hier? Ah. Ein Monster von Grafton. Sogar noch Lack heute. Passt doch. Und nochmal Kronkorken. Ja, dass die sich hier auch umplatzieren, damit das irgendwie damit aussieht. Das ist ja ekelhaft. Ekelhaft? Okay. Du machst einen Angst-Jury. Ja, der Verliesboden, der lässt sich nicht nebeneinander irgendwie platzieren, damit der gut aussieht. Der ist ja auch nur ein Verlies, ne? Du musst den Boden ein bisschen drehen oder so, dann funktioniert das. Analyse abgeschlossen. Datenbank aktualisiert. Nee. Ja, das ist so okay. Bei dem. Naja, Katzen wollen halt immer ins Video. Das kennen wir ja nicht anders. Ja, er hat es geschafft. Ja, unsere hat es auch schon mehrfach gemacht. Aber unsere pennt zum Glück. Noch ist Ruhe. Ja. Dafür hast du jetzt meinen alten Satz. Dafür, dass du sie jetzt erwähnt hast, hat sie sich jetzt umgedreht. Sie ist sich nochmal besser eingerollt. Oh, Mausi ist bei mir am Camp. Herzlich willkommen. Ja doch, ich wollte ein bisschen einkaufen. Echt jetzt? Immer diese Käufer hier, schlimm. Ich musste Baupläne. Was, Baupläne? Hast du nicht schon Baupläne? Ja, Baumpläne kriegst du auch. Damit kannst du Bäume anpflanzen. Mit diesen Bauplänen. Nee, das bringt mir nichts. Ich bearbeite die Bäume ja nur. Ach so. Okay. Pflanze sie nicht. Ich bearbeite sie. Okay. Was? Bis jetzt hat noch keiner Gefängnisausbruch gemacht. Na dann. Ich komme gleich. Fertig einkaufen. Nee, ich komme. Aha, sie kommt. Aha. Aber nicht zu schnell, Mausi. Denk dran, ne? Kommt. Wir wollen noch ein bisschen genießen.
Ich dachte schon, da kommt jetzt so ein Spruch wie bei Jacqueline. Wie so schnell, Jacqueline, du kannst es jetzt wieder. Um ihn gesetzeswidrig zu befreien. Ich check hier drauf. Danke, danke. Ich finde den Kaufsautomaten. Ach, da ist er ja, ich sehe. Der ist direkt, wenn du reinkommst, links. Ah, das ist so ein Hübscher, der verloren. Sogar drei Stück, wenn es mal mehr Besuch gibt. Nicht besonders viel. Nicht besonders viel. Eigentlich nur Baupläne. Ja, ist doch schön für mich. Das Feuer gut zu fliegen. Ach, weil ich so hoch gesprungen bin? Ja, zählte das mal wieder als Dach. Hier, warte mal bitte ganz kurz, Marzi. Mal kurz zurück. Bist du im Vorhang hängen geblieben, oder was? Bleiben sie bei dir immer im Vorhang hängen? Das ist ein Bug. Die Vorhänge sind eigentlich dazu da, um an die Fenster gemacht zu werden und nicht zum Durchlaufen. Da gibt es dann irgendeinen Bug, der mich dann mehrfach daran hindert, aus dem Ding rauszukommen. Manchmal ein bisschen komisch, aber es ist halt so. Klingt komisch. Jo. Ja, doch, manchmal, wenn man komisch... Ja, guck mal kurz da rein. Vielleicht ist da noch was drin für dich. Supermutanten geben immer schön gut Efe. Dankeschön, waren zwei Teile mit bei. Gut, ich muss mal kurz zu dem Tier, das bringt so nix. Ich kümmere mich gerade mal, ich bin gleich zurück. Ich will läuft auch es noch, Gefängnisausbruch? Ja, läuft noch, aber ist schon losgegangen, weil ich zu hoch gesprungen bin. Ja, alles gut. Da kommen sie endlich. Meine Geschütztürme! Lassen Sie nicht zu, dass Sie meine kostbaren Geschütztürme beschädigen! Ja, immer seine kostbaren Geschütztürme hier. Da läuft Mausi. Ich seh dich. Nee, ist nicht wahr. Okay. Ich bin nur ein Geist. Ich hab aber Angst vor Geistern. Bist du schön knusprig. Schönen Dank. So habe ich meine Turtles. Schön knusprig. Angst. Nichts gewesen. Siehst du? Er sagt nichts gewesen. Ja, da, die schlafen schon wieder. Oh, Mutantenmüde? Ja, Mutantenmüde. Ich soll mal hin, machen, ich muss auf Klo. ja, ich bleib mal bei N. Netter Versuch. Es kommen mehr. Wo ist das? Oder auch nicht. Wir haben Angst vor dir. Warte, nee. Hast du deinen Geruch ausgeschaltet? Ja, hab ich. Ich rieche heute nicht. Ja, eigentlich müssten sie ja daran gewöhnt sein, die riechen ja genauso. Ja, aber ich bin der stinkendste Supermutant, ja? Achso. Sei froh, dass meine Nase kaputt ist. Naja. Eigentlich so, hast du... Ist das Michael Jackson? Nee. Einige meiner Geschütztürme sind... Also, da ich meine Operation richtig geschmettert. Ah, okay. Oh, hat sich ein Wölfchen die Nase richten lassen?
Nee. Also ähnlich, könnte man sagen. Eigentlich schon, Mausi. Naja, mir wurde nur die Nasenscheidewand korrigiert, dass ich wieder besser riechen kann. Beziehungsweise besser atmen kann. Ah, okay. Damit du nicht mehr so laut schnarchst nachts. Nee, damit ich keine Atemnot mehr habe. So, ich bin auch wieder da. Katze ist absolut unglücklich natürlich. Weil du wieder da bist. Nein. Der hat gerade ein frisches Schälchen aufgemacht bekommen und rümpft dann halt wie immer erstmal die Nase, bis er dann irgendwann rumgemault hat, genug rumgemault hat und dann fressen geht. Herrlich. Ja, aber so muss das doch sein. Ja, der kann manchmal 3 frische Näpfe aufgemacht bekommen. So, das haben wir getestet. Und kein einziges davon wollte. Aber dann oben auf dem Regal stehen und miau miau für ich will was fressen. Das ist meine Katze zum Glück unkompliziert. Hauptsache Nassfutter. Bin neidisch. Am liebsten isst sie Fisch. Das habe ich ihm gerade aufgemacht. Will er nicht. Weil bei ihr ist das Manko, das muss immer mit Soße sein. Mit Gelee mag sie nicht. Bei uns auch. Er möchte aber immer noch. Ja. Sie schlappert immer zuerst die Soße und dann irgendwann frisst sie das Fleisch dann mit. Ach so, ungefähr bei unserem auch. Aber der braucht dann zwischendrin sein Trockenfutter. Und dann wandert er von Napf zu Napf zu Napf zu Napf. Ja, okay, ich wäre die perfekte Katze. Ich mag auch Soße. Cranberry-Soße. Ist deine Katze ja wie Monk. In einem Napf dem, in einem Napf das, ne? Und in einem Napf das. Benutzt sie auch Messer und Gabel? Noch nicht, das haben wir versucht, aber sie hat es nicht angenommen, also. Der Kater meiner Oma trinkt mit der Pfote. Der tunkt dann die Pfote ins Wasser rein und schleppert dann an der Pfote ran. Da habe ich meinen Mund rumgeschmissen. So, wo gehe ich jetzt hin? Ja, genau. Ich gehe looten. Ich gehe zur Highschool. Ich gehe in den Unterricht. Muss nachsitzen. Schon wieder. Warst du da vorhin nicht erst? Ich habe einen Haufen auf den Lehrertisch gesetzt. Ach, so ein Ding war ich wieder. Ach so. Du wolltest nur zum Nachsitzen, ne? Nur weil dein Nachsitzlehrer so heiß aussieht. Wolltest dich nicht mit jemandem prügeln, ne? Ich sei stärkster. Nein. Ja. Sei sich das ganz rein zufällig in meine Faust geflogen. Genau. So werde ich es hinbiegen. Ja. Er ist schuld, wenn er da reinläuft, kann ich doch nichts dafür. Immer kurz Jans nebenbei dekotier richtet. Ja, ich glaube Ihnen, Frau Blobs. Ja, Licht am Himmel, du kannst mir mal. Oh, den habe ich vergessen, heute mir abzuholen. Verdammt. Ist das Ja? Nee. Im Himmel. Nee, Lichter am Himmel? Nee, haben wir nicht. Heute nicht. Licht am Himmel? Ist ja auch noch da, also wirklich. Jetzt haben wir schon fast alles durch, ist doch geil. Ja. Das ist gerade mal die erste Folge, Mensch. Turtle, wenn die Lunte im Dunkeln leuchtet, das würde ich mir mal Sorgen machen. Wieso? Dann ist sie gerade erst recht schön verstrahlt. Wenn deine Lunte brennt? Nee, wieso brennt? Leuchtet. Wenn die Lunte brennt oder juckt, würdest du mal einen Arzt aussuchen. Dann ja, aber wenn sie leuchtet, dann ist sie gut verstrahlt. Dann ist sie gerade durch. Jetzt, das würde ich feiern. Wenn eine Lunte leuchtet. Natürlich, ich kann dann anknipsen wie ein Lichtschalter. So, Clips. Ja, wenigstens läufst du dann nachts nicht mehr irgendwo gegen. Ja, das stimmt auch wieder. Nicht, dass es ein Knicklicht wird, ne? Oh. Ja doch, nee, das könnte ein Knicklicht sein. Man muss es einmal knicken, dann ist es, dann leuchtet das, weißt du? Aua. Hey. Also was kann doch von der Frau kommen? Ja, tot von oben. Gut. Machen wir mal kurz hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn. Tschüss.